this one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Runde UAC Run hier auf dem EpiCube Server. Und ja, ich werde die Farmphase mal wieder einfach wegcutten. Okay Leute, jetzt beginnt auch gleich die Kampfzeit. Ich kann euch mal meinen Stuff zeigen. Ist eigentlich ganz okay. Also hier jetzt erstmal gerade Verbrennung bekommen. Schärfe 4 Dia-Schwert. Hier schön 8 Minuten Stärke, 8 Minuten Speed. 8 Gaps, aber noch 56 Gold und hier fast komplett Schutz 2. Also ja, ich denke, damit können wir mal ein bisschen was reißen. Mal gucken. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so öfter sehen wollt, weil ich bin momentan so... Ich weiß nicht ganz, was so gut ankommt. Es kommt momentan halt nichts wirklich gut an. Außer Timoja. Das kommt immer ganz gut an. Freut mich auch. Aber immer so Timoja bringen. Weiß ich nicht. Ich würde auch gerne was anderes bringen. Ich weiß nicht, ob Bedwars oder sowas gut ankommt. Weil irgendwie Bedwars kommt auf YouTube momentan irgendwie voll gut an. Weiß ich nicht. Bei vielen so. Bei mir wahrscheinlich erstmal nicht so, wer weiß. Aber ja. So, ich hole mir dann noch ein paar Gaps. Trinke jetzt erstmal Stärke und Speed. Okay, das ist natürlich schön. Sofort zu überrascht zu werden. Okay. Zum Glück. Ich glaube, er hätte auch Stärke, weil so hart Schaden gemacht. Ich habe ja schon echt eine gute Rüstung und so. Da ist noch einer. Ich habe ein paar Blöcke. Okay, er ist weg. Was ist das für eine? Auch irgendwie nicht aus dem Wasser raus. Ich habe das Gefühl, er bleibt die ganze Zeit im Wasser drin. Was ist los mit ihm? Wahrscheinlich hat er wegen meinem Fire Aspect, deswegen. Er hat selber einen Fire Aspect. Komischer Typ. Muss ja nicht verstehen. Oh, das ist immer so laut alles. Okay, er hatte sehr gute. Oh, er hatte mega gute Rüstung. So ein paar Potions, die brauche ich eh nicht wirklich. Ich habe viel Verbrennung. Deswegen hat er auch so hart Schaden gemacht. Er war aber, glaube ich, noch nicht ganz mit dem Tränkebrauen fertig, so. Ich werde mir eh nie was Besseres machen können, weil ich nicht genug Level habe. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall eine heftige Rüstung. Muss man so sagen. Ja, dann kann ich auf jeden Fall gut was reißen. Besonders das Schwert. Das ist krass. Warum er nur im Wasser gekämpft hat, weiß ich nicht. Ich dachte wahrscheinlich, er wäre ein Hai oder so. Poseidon-Kid. Keine Ahnung. Deswegen... Ich gucke einfach, ob ich hier irgendwo jemanden, da vorne ist jemand, finde. Ich habe nämlich halt auch echt, boah, es leben schon gleich keine Leute mehr. Ist natürlich dumm, wenn die meisten immer schon am Anfang sterben. Ja, er hat auch nicht die größte Gefahr, hätte noch Stärke, Potions und so, brauche ich aber nicht. Meine eigenen. Es sind nur noch vier Spieler. Ich muss irgendwo schnell einen Gegner finden. Vielleicht hat er auch gute Rüstung, aber... Brauche ich eh nicht. Ich habe gut genug Rüstung. Kommt schon, Leute. Da vorne. Habe ich jemanden gesehen? Was leckt? Ach, das ist der Wolf, der killt gerade ein Tier. Okay. Ja, müssen ausschalten. Ich glaube, hier ist niemand gerade. Hier der Wolf. Ich sehe einfach niemanden von denen. Campen die alle oder was? Die Map ist natürlich auch nicht gerade so geil zum Kämpfen. Übelst der Wald hier. Es gibt leider nicht so viele gerade freie Flächen. Hier ist auch schon die Border. Deswegen müsste eigentlich irgendwo jemand sein. Da vorne vielleicht ein Chanted. Ah, da oben ist jemand. Gut, dann würde ich sagen, rauf da. Gucken. Oh Junge, renn doch nicht weg. Oh, hätte jetzt auch noch reingegabt. Er gibt nochmal, dann gebe ich auch. Ich habe bestimmt mehr Gaps. Ich hätte theoretisch bestimmt auch noch ein bisschen mehr Gold aufheben müssen. Können, aber brauche ich bestimmt nicht. Okay, er denkt da oben, hat er eine gute Stellung.
sterben alle viel zu früh. Jetzt haben wir auch ein bisschen was an Heal. Ich weiß nicht, ob ich mir sein Schwert mal angucken soll. Ich glaube nicht. Der wird nichts so Starkes gehabt haben. Komm schon, noch zwei Gegner. Ich würde gerne beide killen. Ah, da vorne ist einer. Sehr schön. Okay, towern darf man nicht. Okay, ich habe mein ganzes Heal und so noch. Ich klemme ihn dumm fest. Okay. Ja, der kassiert halt auch ordentlich Schaden. Hier darf man niemand reinkommen und clean. Ach nein, hier komme ich nie wieder raus. Beziehungsweise es dauert Stunden. Was ist los mit ihm? Hat er kein richtiges Heal dabei? Ja gut. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder raus. Ich habe dann gleich noch einen Gegner. Ich hoffe, dass er wenigstens was drauf hat und dass wir dann einen spannenden Kampf haben werden. Nicht so wie die jetzt eben. Waren es nicht die spannendsten Kämpfe? Ihr könnt wirklich mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Keine Ahnung, die Moja weiß sicher, dass es gut ankommt, aber vielleicht mal was anderes noch. Wer weiß. Hase. One vs. One, okay. Klingt gut. Sag ich nicht nein. Sind das, wenn wir nur zwei Leute sind, okay. Wo ist er? Ach, da unten. Och man. Soll ich ihn mit meiner Faust töten oder so? Ich töte mit der Axt. Keine Ahnung, was ist. Soll ich ihn mit der Axt versuchen zu töten? Und bei der Map kann man nicht so gut taktisch spielen, muss man sagen. Leute, Gegner mit einer Axt gekillt. Läuft auf jeden Fall. Und ja, dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und damit, ciao, ciao.